Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer diesen Stein sieht, es ist nicht der Stein des Anstoßes, sondern es zeigt, wir gucken uns heute wieder ein Rugged-Smartphone an, ein Outdoor-Smartphone. Und zwar eins von Ulefone, wo ja vielleicht der ein oder andere auch diese Assoziation hat, dass die eben in diesem Bereich aktiv sind. Es ist diesmal das Armor 27 Pro mit dem zugehörigen Armor Case. Und ich kann euch sagen, das Ding ist groß, schwer und kann einiges mehr, als man vielleicht zunächst erwartet. Also, wir haben hier heute das Ulefone Armor 27 Pro, sprich ein Telefon, welches dann schon eher in der mittelpreisigen Segment angesiedelt ist. Dazu gibt es noch das Armor Case, welches euch dann noch ein bisschen zusätzliche Möglichkeiten gibt. Welche das genau sind, das zeige ich euch später nochmal. Hier auf der Rückseite ist es aber schon mal angedeutet, ihr habt die Möglichkeit, dann quasi das Ganze an eurem Gürtel zu befestigen oder eben mit einem Karabiner zu befestigen. Für mich persönlich jetzt nicht so relevant, aber wer wirklich Outdoor mit dem Smartphone unterwegs ist, der wird das sicherlich zu schätzen wissen. Ja, gucken wir auch nochmal auf die Verpackung und hier zeigt sich auch schon, dass das Ganze wirklich ja ein Outdoor-Smartphone sein soll mit maximal 24 GB RAM, wobei ich immer sagen würde, 12 ist wirklich physisch vorhanden, also insofern vergesst 24. IP68, IP69K, es ist gegen Staub geschützt, gegen Erschütterung, gegen Wasser, also alles, was man sich eigentlich so nur vorstellen kann. Auf den Seiten nichts mehr zu sehen, hier oben drauf dann noch diverse Features und zwar zum einen nochmal die Zertifizierung, dann habt ihr den U-Smart Connector 2.0 mit an Bord, da könnt ihr Mikroskop und so weiter verbinden, auch das wirklich Features, die man vielleicht im Spezialfall braucht. 120 Hertz Full HD Plus Display, wir haben einen MediaTek 5G Chip mit an Bord, ihr könnt also auch im 5G Netz Aktivitäten durchführen, 256 GB ROM, wir haben eine 32 Megapixel Frontkamera, wir haben eine 50 und 50 und 64 Megapixel Rückkamera, eine davon ist eine Nachtsichtkamera. Der Akku hat gigantische 10.600 mAh, damit sollten wir wirklich sehr weit kommen. Wir haben einen NFC-Chip mit verbaut, Google Pay ist also möglich, das fehlt ja bei vielen Geräten in dieser Klasse. Und wir haben natürlich Android 14, sodass wir auch auf einer aktuellen Android-Version unterwegs sind. Auf der Rückseite ist dann nichts mehr drauf und ich würde sagen, im nächsten Schritt packen wir das Ganze einmal aus. Aber wir fangen an mit dem Armor Case, denn das will ich euch natürlich auch zeigen und da seht ihr hier schon mal, dass das eine zusätzliche Hülle ist aus nicht ganz Hartplastik, aber härterem Plastik. Wir haben hier eine kleine Bedienungsanleitung, wie dann sowohl der Karabiner als auch der Gürtelclip anzubringen sind. Das dürfte nicht so kompliziert sein. Hier haben wir einmal den Karabiner mit der entsprechenden Halterung, die dann hinten eingeklipst wird und wir haben hier auch noch den zugehörigen Gürtelclip, sodass ihr das Telefon dann auch an eurem Gürtel befestigen könnt. Das funktioniert allerdings dann, wie gesagt, nur mit der Hülle. Das geht nicht, wenn ihr das quasi ans Telefon direkt dran macht, das nur als Information, denn dafür braucht ihr hier eben auf der Rückseite diesen Einschub, der dann diese Möglichkeit mit sich bringt, den Gürtelclip und auch den Karabiner oder alternativ den Karabiner zu befestigen. Gut, tun wir das einmal zur Seite und gucken uns dann tatsächlich einmal das Armor 27 Pro im Detail an. Einmal hier an der Seite aufgeschnitten und dann gucken wir mal rein. Im Übrigen ist schon der Karton sehr, sehr schwer. Ich gehe davon aus, dass das Telefon mindestens genauso schwer ist. 441 Gramm wiegt es und das ist wirklich nicht wenig. Ne? Das darf man nicht vergessen, auch wenn man heute vielleicht etwas verwöhnt ist von den ultraleichten Telefonen. Aber 441 Gramm in der Hand halten auf Dauer, da musst du auf jeden Fall ein bisschen Power in der Hand haben. Gut, was haben wir hier als erstes drin? Einmal ein paar Bedienungsanleitungen und so weiter und so fort. Legen wir erstmal zur Seite, gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Dann haben wir einmal das Telefon an sich. Ja, das ist also wirklich, ich sag mal, groß und schwer, man kann es nicht anders sagen. So, was haben wir hier unten noch drin? Ein Ladegerät, 33 Watt ist die Maximalleistung. Ich vermute mal, dass das auch die Leistung vom Ladegerät ist. Genau, maximal mit 33 Watt könnt ihr aufladen. Ihr könnt übrigens auch drahtlos aufladen, finde ich ja persönlich immer ganz cool. Ob man das jetzt outdoor braucht, weiß ich nicht. Und übrigens, ihr könnt auch externe Geräte drahtlos aufladen. Reverse Wireless Charging nennt sich das, glaube ich. Gut, USB-C ist, denke ich, klar. USB-C-Ladekabel. Hier in der Farbe, die man im Zweifel auch outdoor nicht verlieren kann. Ich denke, das könnte vielleicht sogar der Gedanke dahinter sein. Ich weiß es nicht. Wir haben hier noch so ein kleines Halteband, was dann wahrscheinlich unter dem Gewicht des Telefons vielleicht nicht halten würde. So, was haben wir hier in der Verpackung drin? Da sind mit Sicherheit, okay, da ist sogar noch ein zusätzliches Displayglas und wir haben eine umfangreiche Anzahl von Dokumenten. Ladeanweisungen, ja, kann man sich mal durchlesen, wenn man möchte. Garantiekarte,
Dann haben wir das EU-Zertifikat. Wir haben, okay, für die zusätzlichen Features, also es gibt ja ein paar Features, die jetzt nicht standardmäßig bei einem Smartphone mit dabei sind, wie der Custom Key, also ein separat zu belegender Key. Wir haben die Möglichkeit, Unterwasserfotografie zu machen. Ihr könnt die RAM auf 24 GB erweitern sozusagen. Wir haben Wireless Reverse Charging, also all diese Funktionen, die vielleicht nicht standardmäßig sind, sind nochmal separat erklärt. Finde ich eigentlich ganz cool für diejenigen, die da nicht so viel Ahnung von haben. Die Service Center App, das ist die App, die auf dem Telefon vorinstalliert ist, falls was mit dem Telefon sein sollte. Ihr könnt noch zusätzliche Aktivitäten gerade um U-Smart verwenden und wir haben eine Bedienungsanleitung, die auch auf Deutsch verfügbar ist. Also sehr umfangreiches Material hier dabei. Aber es gibt natürlich auch etwas mehr zu erklären als bei einem normalen Telefon. Und hier noch ein Display-Glas, wobei eins vorinstalliert ist. Also insofern ist das nur der Ersatz dafür. Ja, das ist jetzt das Telefon an sich und es ist wirklich schwer. Man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich ein Riesending. Also ich finde es völlig faszinierend. Und im Positiven wie im Negativen. Wir haben hier den Custom Key, da ist der SIM-Karten-Einschub. Ihr seht auf der einen Seite noch den U-Smart Connector. Wir haben hier Volume Up and Down und auch den Power Key, der gleichzeitig auch den Fingerabdrucksensor beinhaltet. Auf der Rückseite dann die Kamera. All das gucken wir uns jetzt aber gleich nochmal im Detail an. So, da werfen wir einen Blick drauf. Hier oben die Details haben wir vorhin schon auf der Verpackung gesehen. Hier unten noch ein Hinweis dazu, wenn ihr das Ganze im Waterproof-Test oder wenn ihr das als wasserdicht benutzen wollt, denkt immer dran, ihr müsst die Abdeckung richtig drauf machen. Hier links oben haben wir einmal den Annäherungssensor, die Sensorik, die Frontkamera. Wir haben da rechts daneben noch eine kleine Status-LED. Auch das finde ich ja gerade bei Outdoor-Smartphones immer ganz cool. Hier oben dann der Anschluss für den Klinkenstecker. Da könnt ihr euer Mikrofon oder beziehungsweise euren Kopfhörer reintun und auf der rechten Seite dann entsprechend ein Infrarotsender, denn ihr könnt das Ding auch als Fernbedienung benutzen. Das ist ja bei Telefonen aus meiner Sicht so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Hier ist es mit dabei. Hier haben wir dann ich drehe es nochmal richtig rum, auf der einen Seite einmal den Einschub für die zwei SIM-Karten oder eine Erweiterungskarte. Wir haben den zusätzlichen Button, den ihr frei belegen könnt und wir haben den U-Smart Connector, womit ihr ja zum Beispiel Mikroskope oder ähnliches aus dem Zubehörprogramm verbinden könnt. All das natürlich für denjenigen, der sehr viel Outdoor unterwegs ist. Unten einmal das Mikrofon. Hier neben dann der Ladeport ist, wie vorhin schon erwähnt, natürlich USB-C. Unten drunter dann hier die Lanyard-Halterung, wenn ihr da diesen kleinen Halter verbinden möchtet. Das ist auch recht stabil, das sollte also halten. Rechts daneben dann noch einen Lautsprecher und auf der Seite haben wir dann noch den Fingerabdrucksensor/Powerbutton und die Lauter-Leise-Taste. Auf der Rückseite dann NFC, logisch, und oben die Kameraeinheit. Kameraeinheiten haben wir ganz links quasi die normale 50-Megapixel-Kamera, in der Mitte die Ultra-Wide-Linse, ganz rechts die 64-Megapixel-Nachtsichtkamera. Und darunter zwei IR-Lights und auch ein Flashlight, ein LED. Das ganze Ding ist super verarbeitet. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Das ist wirklich so stabil, selbst wenn ich alle Kraft reinsetzen würde, ich könnte da, glaube ich, nichts verbiegen. Alles gut verarbeitet. Außen auch hier diese zusätzlichen Schutzeinheiten. Es ist halt wirklich ein Outdoor-Smartphone. Das bringt das Gewicht dann auch mit sich. Aber ich glaube, das hält wirklich aus, wenn ihr das Ding mal runterschmeißt. Alles kein Problem. An den Seiten ist es natürlich ein bisschen anfällig. Das dürfte klar sein, dass das vielleicht etwas anfälliger ist als der Rest. Aber Tasten und so weiter und so fort, alles wirklich richtig gut eingefasst. Das muss es auch sein für den Preis, den es kostet. Aber ich finde, das ist nochmal positiv hervorzuheben, weil das ist eine Verarbeitungsqualität, die schon an die ganz Großen rankommt. Und da gibt es, denke ich, nichts zu mäkeln. Ja, kurzer Exkurs zum Armor Case. Das hier ist die entsprechende Hülle, die klippt ihr hier einfach ein, bringt nochmal zusätzlichen Schutz an den Ecken mit sich und lässt sich hier oben dann auch relativ einfach wieder lösen, ist aber mehr dazu da, hinten quasi diese zusätzliche Halterung anzubringen. Der Schutz ist jetzt, ich würde sagen, noch vorhanden, aber jetzt nicht unbedingt vielleicht das Kriterium dafür. Wichtiger ist halt hier hinten dieser Clip, in den ihr dann entsprechend den Karabiner auch reinschieben könnt und dann ist das Ganze hier auch fest und ihr könnt es dann, wo auch immer ihr es befestigen müsst, befestigen. Gleiches gilt natürlich für den Gürtelclip, auch den könnt ihr da befestigen. Das ist die zweite Variante dann logischerweise. Das hält, das ist auch aus meiner Sicht nochmal ein zusätzlicher Schutz für die Rückseite und die Kanten, aber ist nicht das Primäre. Primär ist, dass ihr hier eben zusätzlich dann noch eine Halterung verbinden könnt, die mehr aushält als vielleicht dieses kleine Band, was wir vorhin beim Unboxing gesehen haben, um entsprechend euer Armor 27 Pro auch sicher zu verwahren.
Werfen wir einen kurzen Blick auf die Performance, wenngleich das vielleicht auch nicht das wichtigste Kriterium bei diesem Telefon ist. Ihr seht, der Fingerabdrucksensor reagiert mit einer minimalen Gedenksekunde, würde ich mal sagen. Also es geht fix, aber mit einer minimalen Gedenksekunde. Vom Grundsatz her ist der Chip hier drin natürlich dazu gemacht, so die Alltagsdinge zu bewältigen. Es ist kein Spieletelefon. Das Display mit 120 Hertz ist richtig gut. Sehen wir hier auch nochmal, auch wenn natürlich YouTube keine 120 Hertz darstellt. Ich weiß, was ihr jetzt sagt, aber das Display ist auf jeden Fall richtig gut. 6,8 Zoll, Full HD Plus Auflösung und halt eben 120 Hertz, das ist schon was, womit man durchaus arbeiten kann. Auch die Geschwindigkeit sonst bei der Bearbeitung von Dingen, wenn ihr E-Mail schreibt, bei YouTube surft, hier mal in Google Maps was macht oder auch mit Komoot oder ähnlichem, falls ihr unterwegs seid, alles kein Problem, da leckt nichts, das funktioniert hervorragend. Man muss natürlich dazu sagen, und auch wenn ich hier ganz tief reinscrolle, ja, am Ende ist das Telefon nicht für Spielen gemacht, das ist auch ganz klar, die entsprechenden Spiele-Performance-Themen sind halt nicht sonderlich gut. Was heißt nicht sonderlich gut? Sind okay, aber eben nicht sonderlich gut, genau. Ich habe es auch mal nebenbei gemessen, aber das ist hier wirklich absolut sekundär. Ich glaube, die Performance für den Alltag und für den Anwendungszweck reicht aus. So, kommen wir zum Thema Akku und Akkulaufzeit. Vielleicht erst nochmal der Hinweis, ich habe es vorhin schon gesagt, 33 Watt maximal könnt ihr reinpumpen. 10.000 mAh ist der Akku groß. Es geht okay, schnell, dauert aber natürlich seine Zeit. Ihr könnt das Ding auch drahtlos laden, finde ich persönlich ein cooles Feature. Ihr könnt aber auch Reverse Wireless Charging machen, sodass ihr auch andere Geräte mit eurem Akku laden könnt, gerade wenn ihr vielleicht noch Kopfhörer unterwegs dabei habt oder ähnliches. Der Akku ist ja, wie gesagt, schon über 10.000 mAh groß und ja, ich würde fast sagen, mehr als ausreichend. Also da kommt ihr tatsächlich, und es ist nicht gelogen, ihr kommt damit, wenn ihr nicht gerade rumspielt, ungefähr eine Woche aus. Das ist bei mir zumindest jetzt so gewesen. Beim Rumspielen war es etwas weniger, muss man ehrlicherweise sagen. Aber logisch, weil dann wird natürlich auch mehr gefordert. 120 Hertz und so weiter und so fort. Wenn das euch nicht ausreicht, könnt ihr natürlich auch den Energiesparmodus noch aktivieren und kommt dann locker über anderthalb Wochen. Alles kein Thema. So, wir gucken uns noch einmal die Kameras an und da gibt es natürlich zu sagen, dass wir hier zum einen unten diese zwei IR-Kameras noch haben, die dann beim Nachtsichtmodus unterstützen. Die sind jetzt auch eingeschaltet, das sieht man hier vielleicht so ein kleines bisschen. Normalerweise ist das hier nicht so rot eingefärbt. Der Nachtsichtmodus kommen wir gleich noch zu. Ansonsten haben wir natürlich hier so einen kleinen LED-Scheinwerfer in Anführungsstrichen, / Taschenlampe. Wir haben auf der rechten Seite die 64-Megapixel Nachtsichtkamera und dann die zwei 50-Megapixel-Linsen. Die sind auch wirklich okay. Also es gibt ja bei den Herstellern, die so Rough-Smartphones und so weiter machen, gibt es durchaus ja immer bei der Kamera etwas Einsparung. Kann ich beim Armor 27 Pro jetzt nicht sagen. Ich zeige euch gleich auch ein paar Beispielbilder. Das geht schon in die richtige Richtung, würde ich sagen. Das ist wirklich okay. Da könnt ihr auch, wenn ihr unterwegs seid, mal ein paar Schnappschüsse machen. Es ist jetzt nichts für eine Porträtaufnahme auf einer Hochzeit oder ähnliches, wo ihr jetzt in allen Details die Kleider angucken wollt. Das ist, denke ich, klar. Aber es reicht für mich auf jeden Fall aus, wenn ihr unterwegs seid und sagt, ihr wollt dann mal entsprechende Bilder machen von eurem Trip oder von den Dingen, die ihr auf eurem Trip seht. Das lässt sich schon gut anschauen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die Videoqualität geht bis 2K hoch, 2K 30 FPS. Auch das aus meiner Sicht mehr als ausreichend für den Anwendungszweck, geht absolut in Ordnung. Ich kann es nur noch mal wiederholen, für den Preis darf man das durchaus auch erwarten. Aber ihr guckt euch das Ganze hier noch mal an. YouTube rechnet natürlich wieder runter, ist klar. Deswegen lasst euch ein bisschen inspirieren sozusagen. Auch der Autofokus, vielleicht ja nicht ganz uninteressant für den einen oder anderen, ist relativ zügig, muss ich sagen. Kommen wir zum fast wichtigsten Thema vielleicht, ein USP-Thema, und zwar die Nachtsichtkamera. Und da muss ich persönlich sagen, ich hatte bisher noch kein Smartphone mit Nachtsichtkamera und ich finde, dass das durchaus imposant ist, was hier geleistet wird. Guckt euch das Bild hier selber mal an, guckt euch das Video jetzt gleich mal ein bisschen an und ihr werdet feststellen, dass das schon etwas anderes ist, als wenn ihr mit einer normalen Kamera den Nachtmodus benutzt. Ne? Es ist schon etwas anderes, ist auch ein USP bei der Kamera oder zumindest gibt es nicht so viele Kameras mit einer Nachtsichtkamera. Finde ich persönlich, wenn man das braucht, ist das definitiv hier gut gemacht. Ob man das nachher braucht oder nicht, das bleibt natürlich am Ende jedem selber überlassen, ob man das in seinem Telefon braucht, wenn man auf dem Outdoor-Trip oder ähnliches unterwegs ist.
Ja, ich habe vorhin gesagt oder beziehungsweise auch in meiner Videobeschreibung geschrieben, es ist nicht für jeden was. Und das muss man auch klar so sagen. Dieses Telefon ist definitiv etwas, wo man Bock drauf haben muss, dass das Ding schwer ist. Dafür hat man den Vorteil, es kann quasi nicht kaputt gehen. Und natürlich ist das übertrieben, aber vom Grundsatz her ist das Ding wirklich gegen alle Stöße und Widrigkeiten gewappnet. Ihr habt eine Nachtsichtkamera. Wenn ihr die braucht, ist es definitiv eine Option für euch, denke ich. Wenn man die nicht braucht, auch nicht weiter schlimm. Es ist ein Add-on. Wenn ihr zum Beispiel den News Smart Connector nutzt, ja, oder auch den Button. Auch dann ist das Telefon definitiv für euch, glaube ich, eine Option wert. Das muss man einfach ganz klar sagen. Man muss halt eben damit klarkommen, dass das Ding auch ein entsprechendes Gewicht hat, dafür auch einen entsprechenden Schutz. Das ist auch klar. Ihr habt eine gute Performance, kein Thema. Da gibt es für nichts etwas zu mäkeln, außer ihr wollt natürlich spielen. Der Akku reicht dicke. Wenn ihr mit einem Trip unterwegs seid und zusätzlich noch eine Powerbank habt, kommt ihr auch locker über 2 Wochen. Alles kein Problem. Insgesamt geht das Paket für mich wirklich richtig, richtig in Ordnung. Es ist halt ein schweres Outdoor-Smartphone und wenn ihr das nicht braucht, also Outdoor und quasi guten Schutz des Telefons oder die Nachtsichtkamera, dann guckt euch bitte nach was anderem um, denn dann ist es nicht das Richtige. Der Preis mit knapp 500 Euro ist ambitioniert, aber für das Gebotene denke ich persönlich nicht zu viel. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Danke euch fürs Zusehen und am Ende sage ich wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.